for English satellite push, satellite bat. Ja, hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, echte Sensation. Fidschi-Leguan, Brachylophus, Fasciata in dem Fall, genau, Brachylophus fasciata. Und das Tolle ist, also wenn man den mal anschaut, der ist ja bläulich. Ne? Die Fidschi-Leguane sind ja eigentlich grün. Grund, wieso der so blau ist oder so ein helles Blau hat, ihr kennt es vielleicht von den grünen Leguanen, die axantischen grünen Leguane oder die Blue Iguanas, die sehen auch aus und es hat den gleichen Hintergrund. Das Tier ist axantisch, dem fehlen die gelben Pigmente und deswegen sieht er so anders aus. Ne? Die Nicht-Farbfreaks unter euch werden sagen, oh mein Gott, also die mit Grün und Streifen drauf sind ja eigentlich viel hübscher. Aber für so Albino-Fans wie mich echt eine kleine Sensation und deswegen heute mein ganz stolzes Intro-Tierchen. Mein Thema heute ist der Antillen-Leguan, Iguana delicatissima. Wäre mal noch interessant zu wissen, wo der Name delicatissima herkommt. Ich probiere es rauszukriegen. Der Antillen-Leguan, eigentlich oder noch immer in der Terroristik wirklich selten. Er hat ziemlich Ähnlichkeit mit dem Iguana rhinolofa, den wir ja eigentlich alle kennen, mit dem normalen grünen Leguan. Aber er unterscheidet sich doch in einigem. Das werde ich euch heute zeigen und erzählen, in was er sich alles unterscheidet. Habe ein paar schöne Tiere, wo ich euch zeigen kann. Adulte Zuchttiere, kleine Nachzuchten. Ja, das wird unser Thema. Da hinten seht ihr schon ein hübsches Weibchen, kann man es erkennen hier hinter mir. Ja, das ist das Thema der heutigen Folge. Hier haben wir jetzt ein hübsches Weibchen, delicatissima. Was ich immer das Tolle finde, die haben alle ganz markant diese hellen Köpfe. Ne? Bei den Männchen, da sind die nicht nur weiß, sondern da ist da noch Farbe mit drin, so teils rosa, zeige ich euch nachher noch. Früher war der Gag, man hat immer gedacht, gehofft, dass man wenn man Rhinolophas bekommt, dass man vielleicht aus Versehen mal ein Delicatissima mitgeschickt bekommt bei Iguana-Sendungen. Da hat man durchgeguckt, ob irgend so ein Iguana-Baby keine Hörnchen auf der Nase hat. Das wäre dann ein Indiz gewesen, dass ein Delicatissima dabei ist. War natürlich nicht der Fall, weil wieso soll auf einer Iguana-Rhinolophas-Farm plötzlich ein Delicatissima schlüpfen? Aber das war echt witzigerweise vor 20, 30 Jahren. Da hat jeder beim Import nachgeschaut und gehofft, vielleicht so ein Delicatissima in der Importsendung drin zu haben. Kurz zum Verbreitungsgebiet. Die kommen von den oberen Antillen, Guadeloupe, Martinique, Dominica. Das sind wohl die Hauptinseln, wo man Delicatissima finden kann. Mittlerweile weiß ich auch, wieso das Delicatissima ist wirklich tatsächlich so. Ne? Wir wissen ja vom grünen Leguan, dass die gegessen werden. Mittelamerika ist das der Feldhase für die Leute. Und bei dem Delicatissima auf diesen Inseln ist es leider auch so. Die werden gegessen, da machen die irgendwelche feine, wie sagt man dazu, fällt mir gerade nicht ein. Ja, diese Fraps oder sowas, ne, da wird das Delicatissima-Fleisch drin eingewickelt. Also ich habe es Iguana mal in El Salvador gegessen. Ist tatsächlich ein feines Fleisch. Aber diese Delicatissima, wo es in der Natur nur noch ein paar tausend gibt, die zu essen, ist natürlich schon ein wenig frevelhaft und ein bisschen schade. Ja, hier haben wir zwei hübsche Weibchen drin und ich zeige euch jetzt mal noch ein paar. Einen hübschen großen Mann. Jetzt muss ich aber eine kleine Info nachschieben. Das ist tatsächlich hier sogar das Männchen im Vordergrund, ein junger, adulter Mann. Und das hinten, fälschlicherweise dachte ich, naja, der Größere ist der Mann zwangsläufig. Das da hinten ist das Weibchen, ja, die Größere, wo da sitzt. Ne? Also, die
Die richtig Guten unter euch werden jetzt schon gerade wieder gesagt haben, guck, der Brock, was der wieder erzählt, sieht doch jeder Blinde, dass es ein Mann ist. Ihr habt recht, ich war falsch. Hier auch nochmal ein adultes Weibchen zum Zeigen. Was auch eigentlich noch recht interessant ist, der Delicatissima, also gut, das was wir jetzt sehen, die sitzen schon auch auf den Bäumen, aber sie sind im Vergleich zum grünen Leguan doch auch viel mehr auf dem Boden unterwegs, ne? Also zum Fressen und so weiter kommen sie auf den Boden runter oder auch so zum Teil mal zum Sonnen. Also man sieht sie viel öfters auf dem Boden, wie man jetzt ein Iguana auf dem Boden sehen würde, ne? Wirklich auch interessante Tatsache, dass er gar nicht so arboreal ist vielleicht wie ein Iguana Rhinolophus oder Iguana. Jetzt hier sehen wir nochmal ein adultes, gestandenes Männchen. Ihr habt jetzt leider nicht den Vergleich von der Größe her. Also Kopfrumpflänge hat ja keine 40 cm, Gesamtlänge vielleicht knapp 1,20 Meter. Also schon deutlich kleiner wie Iguana. Ne? Ja, ganz toll hier auch nochmal zu sehen, dieser weiße Kopf mit zum Teil pink mit dran. Wir sind jetzt hier eher so in der Winterruhezeit. Also der hat jetzt nicht immer volle Temperatur. Im Sommer sieht er noch deutlich imposanter aus. Echt wunderhübsch. Also ich bin echter Fan von den Köpfen. Ne? Und wirklich wieder ganz anders wie Iguana Rhinolopha. Ne? Da ist eh die Frage, gehören sie zu den Iguanas? Oder geht es vielleicht sogar Richtung Zyklura, ne? Wenn man mal Zykluras vergleicht, die verschiedenen Zyklura-Arten, oder ist eine ganz neue Gattung. Mal gespannt, was wir da die nächsten Jahre noch sehen. Nochmal kurz zum Terrarium, wie ich gerade schon gesagt habe, also hier adultes Zuchtpärchen, schon wenig Klettermöglichkeiten, wie man jetzt vielleicht beim Iguana Rhinolopha reinmachen würde. Das hier ist Ablagehügel hier mit dem Sand, ne, so 20, 30 cm hoher Sand als Ablageplatz. Ja, perfekte Zuchtterrarium für ein Pärchen Delicatissima. Hier haben wir jetzt Jungtiere von den Delicatissima. Sind jetzt ein halbes Jahr rund alt. Na, Kopfrumpf würde ich mal 10 cm jetzt vielleicht schätzen. Von Größe, Wachstum sind sie eigentlich ähnlich wie die grünen Leguane, also kommen ähnlich groß zur Welt, wachsen am Anfang ähnlich, vielleicht na doch schon einen Ticken langsamer, ne, wachsen nicht ähnlich, wachsen schon einen Ticken langsamer. Man ernährt sie rein herbivor, ne, also die gehen gar nicht an Insekten oder irgendwas ran. Was interessant ist, am Anfang wirklich total scheue Babys, ne, also wenn man wenn ich jetzt noch ein Stückchen näher hingehe, dann sausen die bestimmt los. Da sind sie wirklich scheu, also deutlich scheuer, wie man es jetzt von den Iguanas kennt. Mit der Zeit ergibt sich das. Wenn man größere Tiere hat, werden die auch völlig behaftsam. Aber als Jungtier unheimlich scheu, muss man vielleicht auch in der Terroristik wegen berücksichtigen, dass wenn man Jungtiere hat, dass man schon aufpasst, dass die wegen ihre Ruhe haben und die nicht vor lauter Scheuheit sich nicht ans Futter trauen oder ewig lang nicht ans Fressen gehen. Also wenn ihr mal so stolze Besitzer seid vom Delicatissima, dass ihr das vielleicht ein berücksichtigt. Schöne Abschlussszene. Ich hoffe, der rennt mir jetzt nicht davon. Das ist jetzt ein zweijähriges Tier. Ich hatte ja gerade gesagt, sie werden auch Präfer. Ich möchte es jetzt nicht erzwingen, dass der mir hier jetzt abhaut und ich den einfangen muss. Ja, knapp zweijähriges Tier. Also wenn er schaut vom Wachstum, so wie ich es gerade gesagt habe, schon langsamer, wie man es jetzt vom Rhinolopha gewohnt ist. Aber eben das Scheue lässt völlig nach. Interessanterweise vom Aussehen her eigentlich noch wie ein grüner Leguan. Ne? Wie man, ja, wie gesagt, wenn man nicht vielleicht nicht auf die Nase guckt, ob da irgendwelche Höcker sind, muss ich behaupten, und ich habe schon viel grüne Leguane gesehen in meinem Leben. Ich glaube, ich würde auf den ersten Blick, wenn mir jemand sagt, was ist das, würde ich sagen, ja, das ist Iguana. Dieser
Gerade dieser markante helle Kopf, der kommt dann erst noch mal ein, zwei Jahre später. Ne? Das war die Folge über Iguana delicatissima, nach wie vor ein echt seltener Iguana in der Terraristik. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch geben. Wenn ihr sagt, boah, cool, wollte ich schon immer mal züchten, bestimmt ein tolles Projekt. Wie gesagt, auch nach wie vor echt noch seltene Tiere. Schön, wenn die in der Gefangenschaft gezüchtet werden. Ansonsten bleibt mir treu und checkt die Iguanas.